Ich habe heute das Vergnügen, Patrick Breyer, der Leiter der Piratenfraktion in Schleswig-Holstein, zu interviewen. Du bist studierter Jurist, du bist langjähriger Aktivist im AK Vorrat. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat ja erfolgreich die Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung durchgeführt. Du bist häufiger Redner auf den Freiheit statt Angst Demonstrationen. Du warst Beteiligter an der Verfassungsbeschwerde gegen den Kfz-Massenabgleich. Dann bist du auch Blogger und ja, zusammenfassend würde ich sagen, du bist ein Datenschützer im Kampf für Grund- und Menschenrechte. Habe ich irgendeine wichtige Station aus deinem Lebenslauf vergessen? Ach, viel eigentlich nicht. Zum Thema Datenschutz kann man noch hinzufügen, dass ich zum Thema Vorratsdatenspeicherung promoviert habe und die für grundrechtswidrig befunden habe. Und meine Dissertation habe ich schon damals, das heißt schon 2004, mit dem Verlag abgemacht, dass ich die frei ins Netz stellen darf. Hat dazu geführt, dass sie, glaube ich, irgendwie weniger als 10 Mal verkauft worden ist, aber vielleicht von vielen Menschen gelesen worden ist. Und es ist noch kein einziges plagiiertes Zitat festgestellt Dann worden. werden wir natürlich einen Link zum Download in die Beschreibung zu diesem Gerne. Video einbauen. Und ich hoffe, dass dann auch viele Interessierte sich das nochmal durchlesen. Weil das Thema ist ja immer noch aktuell, was du damals geschrieben hast, 2004. Kann man doch so sagen, oder? Leider ja, wir haben es ja geschafft, vor dem Bundesverfassungsgericht die totale Sammlung aller unserer Kontakte und Bewegungsdaten zu stoppen in Deutschland. Aber leider hat das Verfassungsgericht nicht den Europäischen Gerichtshof angerufen, um eben auch die EU-Richtlinie zu kippen, die ja immer noch alle EU-Staaten dem Wortlaut nach verpflichtet, so eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Und jetzt endlich sind aus Irland und aus Österreich Vorlagen an den Europäischen Gerichtshof gekommen, die jetzt mal die Frage stellen, ist diese EU-Richtlinie eigentlich mit unseren Menschenrechten vereinbar, quasi ohne jeden Verdacht die ganzen Kontakte der ganzen Bevölkerung zu erfassen. Das geht überhaupt nicht. Das ist echt Überwachungsstaat. Und deswegen kommt es dieses Jahr darauf an, ob wir es schaffen, diese EU-Richtlinie, die aus meiner Sicht der maximale Überwachungseingriff überhaupt ist, zu kippen. Okay, dann möchte ich aber zunächst nochmal auf dein Einsatzgebiet Schleswig-Holstein zurückkommen. Als die Piratenfraktion noch ganz frisch im Landtag war, da hat die Presse hier berichtet, dass die Piratenfraktion aus Einzelkämpfern besteht, die alle ihr politisches Spezialgebiet haben und alle für sich alleine und nicht zusammenarbeiten. Wie siehst du das als Leiter der Fraktion? Sind das Einzelkämpfer oder seid ihr ein Team? Man muss ja sehen, wie das Team zusammengestellt worden ist. Es ist ja so, dass bei den etablierten Parteien, wenn die eine Liste aufstellen, da sind dann Leute drauf, die schon 10, 20 Jahre die Ochsentour durch die Partei gemacht haben und auf Linie gebracht und getrimmt worden sind. Und bei uns gibt es noch echte Wahlen. Da wird wirklich jeder Listenplatz gewählt. Da gibt es viele Kandidaten für jeden Listenplatz. Und da ist es ganz klar, dass dann dabei gute, starke Persönlichkeiten auch ausgewählt werden, die aber eben noch nicht vorher 10 Jahre lang in derselben Partei irgendwie miteinander gearbeitet haben. Und das heißt, was ich auch gut finde, dass jeder seinen eigenen Hintergrund und seine eigenen Erfahrungen mit hier in die Fraktionen gebracht hat. Wir kommen quasi als Bürger hier in die Politik rein und wir sollen ja auch Volksvertreter sein. Und da ist es dann völlig klar, dass man erstmal so eine Fraktion völlig neu aufbauen muss. Wie arbeiten wir zusammen? Wie organisieren wir uns? Und klar bedarf das Abstimmungen, aber ich finde das eine tolle Sache, denn durch diesen Neuaufbau haben wir ja die Chance, auch ganz vieles anders zu machen als die anderen Fraktionen. Was sie nie ändern würden, ist bei uns auf einmal möglich. Zum Beispiel öffentliche Fraktionssitzungen, jeden Monat eine Fraktionssitzung im Land, in einer Stadt in Schleswig-Holstein zu machen. Das sind alles Dinge, die es bei anderen Fraktionen nicht gab. Und wir haben im Zuge des Aufbaus der Fraktion diese Strukturen neu schaffen können. Hört sich sehr schön an. Also man könnte zusammenfassend sagen, ihr wart wohl Einzelkämpfer gewesen, seid dann aber mit eurer Arbeit zum Team zusammengewachsen und versucht jetzt sozusagen die verkrusteten Politikstrukturen in Schleswig-Holstein zu entkrusten. Das ist genau richtig. Wir haben ja inzwischen Arbeitsstrukturen geschaffen, um uns zu koordinieren und auch besser abzustimmen. Und das sind zum Beispiel Facharbeitskreise, wo man sich regelmäßig trifft zu einem bestimmten Themenbereich. Da sind dann eben mehrere Abgeordnete und Mitarbeiter zusammen, die sich mit Innenrechtspolitik oder Umweltpolitik oder so beschäftigen. Und
Dadurch kann man natürlich seine Schlagkraft nochmal erhöhen. Wir haben jetzt auch gerade neulich eine Arbeitsklausur gemacht, wo wir uns unterhalten haben, welches Programm wir uns eigentlich für dieses Jahr vornehmen. Und das Besondere daran ist, dass wir aufgesetzt haben auf eine öffentliche Meinungsumfrage. Da haben wir einfach mal unser Wahlprogramm zur Abstimmung gestellt. Wie wichtig ist euch welcher Punkt? Den Piratenmitgliedern oder ganz Schleswig-Holstein? Beides. Es gab zwei Umfragen. Es gab eine öffentliche Umfrage, da haben sogar mehr als 500 Bürger mitgemacht. Das finde ich eine tolle Zahl. Und es gab eine Umfrage unter Piratenmitgliedern, die dadurch halt repräsentativer quasi ist. Ne? Okay. Und es gibt aber etliche Punkte, die beide für wichtig gehalten haben. Zum Beispiel, wenn es um die Landesfinanzen geht, aber auch wenn es um die Bürgerrechte geht oder um die Offenlegung von Nebeneinkünften von Abgeordneten. Das sind Punkte, die eigentlich beide Gruppen für wichtig betrachtet haben, die in den Top 10 mit dabei waren, sage ich mal. Und das gibt uns natürlich eine tolle Orientierung jetzt dabei, worauf sollen wir uns konzentrieren. Sehr schön. Aus dem Bundestag wissen wir, dass Herr Schäuble auf seinem Tablet gerne Sudoku spielt. Im Landtag Schleswig-Holstein waren allerdings lange Zeit die Laptops verboten gewesen. Kannst du uns da die Hintergründe erläutern und warum Laptops jetzt wieder zugelassen sind? Ich erinnere mich, dass du einmal demonstrativ mit einer Schreibmaschine dort aufgetaucht bist. Ursprünglich gab es mal gar keine Regelung über Laptops. Einfach hatte man, glaube ich, keine mitgebracht. Hatte noch kein Abgeordneter versucht, sage ich mal. Wir natürlich, als wir in den Landtag reingekommen sind, haben gesagt, wir brauchen unsere Laptops auch im Plenarsaal, um zum Beispiel während einer Debatte nochmal was recherchieren zu können. Stimmt das überhaupt, was der so sagt? Oder kann ich über eine Zwischenfrage nochmal was einwerfen oder in Frage stellen? Oder wir kommunizieren ja auch über Twitter oder Mailinglisten live sozusagen, sage ich mal, mit Menschen und mit der Basis während der Debatte. Die kann man ja im Livestream verfolgen. Mhm. Und dadurch, dass wir Laptops haben, geben wir halt auch Piraten oder Bürgern die Möglichkeit, während der Debatte sich an uns zu wenden und wir können das gegebenenfalls aufgreifen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, die wirklich die Debatte lebendiger macht. Kurze Zwischenfrage. Ja. Ich könnte dich während einer Landtagssitzung antwittern und du würdest dann meine Frage weitergeben, wenn du das für notwendig hältst. Twitter benutze ich jetzt gerade nicht, aber du kannst das an die Fraktion schicken und die würde das an uns im Sitzungssaal dann auch weitergeben können. Wir haben ein Pad, ein Plenarpad, was öffentlich verfügbar ist, wo du zum Beispiel auch einen Kommentar eintragen könntest. Und wir sind tatsächlich währenddessen erreichbar. Wird das genutzt von den schleswig-holsteinischen Bürgern? Teilweise haben uns Piraten schon Hinweise über diese Kanäle gegeben. Ja, durchaus. Mhm. Ich möchte nochmal auf dieses Verbot der Laptops zurückkommen. Ja. Da gab es ja den Vorfall, dass ein Fraktionsmitglied der Piratenpartei versehentlich wohl einen Mitschnitt gemacht hat einer Fraktionssitzung, der nicht erlaubt gewesen ist. Gab es da deswegen diesen Misskredit, dass die Laptops verboten worden sind, weil die anderen Fraktionen sich gedacht haben, oh, die Piraten mit ihren Laptops, die können uns alle aufnehmen und überwachen, das wollen wir nicht? Glaube ich eher nicht, denn die anderen wollten ja Smartphones und Tablets immer noch zulassen. Es ging ja nur um die Tastaturen, die sie irgendwie als störend empfunden haben. Dabei, was in Wirklichkeit stört, ist, dass immer zwischen Reihen getratscht wird, dass Unruhe ist oder dass Leute teilweise sogar Zeitungen lesen. Das stört eigentlich viel mehr als unsere Laptops. Ich meine, mit einem Laptop kann man ja miteinander chatten. Da braucht man dann ja gar nicht mehr sozusagen miteinander tratschen. Theoretisch schon machen wir, aber nicht wirklich. Aber das waren hanebücherne Begründungen, die da angeführt worden sind, ne? Von wegen Lärm oder einer sagte noch, das Ansehen des Parlaments, wenn man sieht, dass man sich hinter Bildschirmen versteckt. Also das waren wirklich völlig vorsintflutliche Argumentationen. Und als sie das dann durchgeprügelt hatten, haben wir einfach aus Protest gesagt, gut, Laptop weg, dann holen wir eine Schreibmaschine raus. Und das war natürlich eine tolle Protestaktion, weil das Foto quasi symbolisiert hat, wie gestrig dieser Landtag dadurch geworden ist, dass er anders als andere Parlamente hier Laptops verbannen wollte aus seinem Plenum. Und durch diese spektakuläre Aktion haben wir es im weiteren Verlauf auch tatsächlich geschafft, durchzusetzen, dass wir Laptops jetzt doch wieder benutzen dürfen, mit der Einschränkung, dass wenn sich ein Sitznachbar über Lärm beschwert, müssen wir ihn ausstellen, ist aber nie passiert in der Praxis. Und vor allem, was ich schön finde, selbst die anderen Abgeordneten und auch auf der Regierungsbank sieht man jetzt immer wieder Laptops. Also es hat sich absolut
durchgesetzt. Ihr konntet sozusagen die anderen Parteien zum Positiven anstecken. Genau, das haben wir wirklich geschafft, uns durchzusetzen in dem Punkt. Und ich glaube auch, dass wir seitdem ein bisschen ernster genommen werden. Das war ja jetzt keine wirklich politische Frage, sage ich mal, aber schon eine Frage der Transparenz und eine Frage, die unser Kernverständnis halt als Piraten berührt, denn wir müssen im Kontakt stehen können mit der Öffentlichkeit. Eine Zeit lang war sogar ein Twitter-Verbot im Gespräch. Hintergrund ist, dass sich bestimmte Abgeordnete, Ralf Stegner, der SPD-Fraktionsvorsitzende, in der letzten Legislaturperiode über Twitter mit anderen angefeindet hatte oder die auch beschimpft hat. Und die Reaktion darauf war, jetzt verbieten wir Twitter ganz. Und da mussten wir eben auch in mühsamer Überzeugungsarbeit erklären, dass das Problem nicht bei Twitter liegt, sondern dass man auch sonst gegenüber der Presse oder wie solche Sachen verbreiten kann, dass es auf den richtigen Umgang damit ankommt. Und auch da haben wir uns durchsetzen können, es gilt kein Twitter-Verbot, wir gehen verantwortungsvoll damit um. Gibt es denn jetzt sozusagen eine Richtlinie, einen Kodex, wie man als Abgeordneter Twitter verwendet oder... Nee, das haben wir verhindern können. Da gab es mal einen Entwurf oder Dokument, der aber halt solche Sachen vorsah, wie man darf es nicht privat verwenden, als völlig illusorisch. Also erstens ist es selbstverständlich für mich, dass ich nicht irgendwelche Spiele mache während der Plenartagung. Und zweitens, wer soll das kontrollieren? Soll der Präsident hier rumlaufen und auf unsere Smartphones gucken? Ja, oder der Schultrojaner, ne? Soll irgendwelche Abgeordneten uns verpetzen sozusagen, wenn wir das machen? Also das kann nicht funktionieren. Es geht wirklich um parlamentarische Kultur. Da muss was verbessert werden. Vor allem muss man sachlich lernen zu debattieren. Nicht so das als Bühne oder Schaufenster benutzen, um auf den politischen Gegner draufzuhauen, sondern wirklich mal ehrliche und sachliche Debatte führen. Und das lässt sich nicht erzwingen durch irgendwelche Regeln und Äußerlichkeiten. Und bei dem Ansehen der Bürger, das schwindet auch nicht deswegen, weil irgendwie jemand einen Laptop benutzt, sondern das Ansehen ist in Gefahr, weil die Menschen halt kein Vertrauen mehr in die Politik haben, weil sie das ein Stück weit als unehrlich empfinden und daran muss man arbeiten und nicht irgendwie, wie das nach außen aussieht und ob es repräsentativ ist, darauf kommt es nicht an. Okay, dann wurde berichtet, dass die Piratenfraktion an manchen Fraktionssitzungen nicht teilnehmen kann, weil die anderen Fraktionen den Transparenzgrundgedanken der Piratenpartei nicht akzeptieren möchten. Die sagen sich, manche Fraktionen müssen halt geheim gehalten werden und die Piratenfraktion sagt sich, in einer echten Demokratie, da gibt es sowas wie geheime Sitzungen nicht. Wir machen keine Hinterzimmerpolitik. Seid ihr nicht von der politischen Arbeit ausgeschlossen, wenn ihr nicht an diesen Sitzungen teilnehmt? Also es ist so, dass sich wohl die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen immer mal wieder zusammensetzen, um Dinge fraktionsübergreifend abzusprechen oder man könnte auch sagen auszukungeln. Und zwar deswegen, weil diese Runden intransparent sind. Das heißt, weil erwartet wird, dass alles, was man da bespricht, geheim gehalten wird. Und da haben wir gesagt... Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben oder kannst du uns gerade kein Beispiel geben, weil du ausgeschlossen bist? Also was wäre ein Thema, das man nicht öffentlich diskutieren kann? Also mir fällt da nichts ein. Anfangs waren wir ja dabei gewesen in diesen Runden und da haben wir über Dinge gesprochen, wie zum Beispiel die Geschäftsordnung. Wir hatten ja ganz viele Vorschläge eingebracht, um den Landtag transparenter zu machen, die Landtagsarbeit. Warum kann man nicht transparent über sowas reden? Also da fällt mir kein Grund zu ein. Verstehe ich auch nicht. Oder zum Beispiel die Frage Finanzen, Fraktionsfinanzen. Solche Geschichten, die halt alle angehen, werden in diesen Runden abgesprochen. Dort werden also die Abgeordneten-Diäten ausgeklüngelt. So ungefähr. Und wir haben dann ja auch gesagt, als wir den Entwurf bekommen haben, haben wir gesagt, wir veröffentlichen den. Weil wir fanden das unmöglich, dass hier in diesem Land, was das am dritthöchsten verschuldetste Flächenland ist in Deutschland und dem tiefe Einschnitte bevorstehen, um überhaupt die Neuverschuldung abbauen zu können, wie das die Schuldenbremse vorsieht, wo Personal eingespart werden muss, im Bildungsbereich, bei der Polizei, im Justizbereich, wo also wirklich harte Einschnitte bevorstehen, dass man da damit anfängt, die neue Legislaturperiode sich selbst erstmal mehr Geld zu genehmigen. Und da waren wir zusammen mit dem Rechnungshof scharf dagegen und haben dann entsprechend die Pläne auch veröffentlicht. Und was für Konsequenzen hatte das? Weil es war nicht erlaubt. Es war erlaubt, war es schon, aber es hatte die Konsequenz, dass die anderen gesagt haben, dann sprechen wir nicht mehr mit euch in diesen informellen Runden. Und damit waren wir quasi aus den Verhandlungen raus. Was ja auch bei dem Thema in Ordnung war für mich, denn da hatten wir unterschiedliche Meinungen, aber dass sie uns auch zu allen anderen Gesprächsrunden dann nicht mehr eingeladen haben, das finde ich schon unmöglich. Ich muss allerdings auch sagen,
dass die anderen, glaube ich, ein bisschen dazugelernt haben und dass wir auch ein bisschen dazugelernt haben. Also wir haben schon inzwischen gesehen, dass in einigen Punkten Quellenschutz legitim ist. Wenn du Informationen bekommst, kann es nützlich sein, Quellenschutz zu akzeptieren. Das ist ja auch so bei der Presse, bei Journalisten, dass man manchmal Quellenschutz zusagen muss, um bestimmte Informationen, wichtige Informationen zu bekommen. Und das kann schon ein legitimes Anliegen sein. Es kann auch sein, dass man bestimmte Fragen sich darüber unterhält, zu welchem Zeitpunkt man sie öffentlich macht. Dass es nicht alles sofort öffentlich ist, sondern möglicherweise dann nach 2-3 Tagen, wenn man sich abgestimmt hat oder so. Also da lernen, glaube ich, beide Seiten dazu. Und inzwischen ist die Zusammenarbeit auch wieder besser geworden mit den anderen Fraktionen. Also, ihr seid also wieder zu diesen Sitzungen eingeladen oder immer? Das nicht, nein. An den Sitzungen nehmen wir nicht teil. Die anderen bestreiten, glaube ich, sogar, dass es die überhaupt gibt, diese PGF-Runden, denn das ist ein informelles Gremium. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Es könnte sein. Wir werden leider noch nicht mit dazu eingeladen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass uns so wirklich viel dadurch entgeht, weil nämlich die Initiativen gar nicht fraktionsübergreifend laufen im Moment. Im Moment macht die Koalition ihre eigenen Initiativen. Bei uns ist es so, dass wir fallbezogen eben auch mal andere Fraktionen einladen, was mit zu unterstützen, mit einzubringen. Zum Beispiel, als wir den Gesetzentwurf eingebracht haben, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, haben wir gesagt, wir fragen mal alle, wer mitmacht. Und die Koalitionsfraktionen, das heißt SPD, Grüne und SSW, haben das unterstützt, weil es auch im Koalitionsvertrag steht. Und dann haben wir den Gesetzentwurf zusammen eingebracht. Also uns geht das nicht primär darum, jetzt toll dazustehen irgendwie, wir sind die Piraten, sondern uns geht es wirklich um Sacharbeit. Und wenn wir in der Sache was Gutes durchsetzen können, dann ist es mir das wert, wenn ich auch mal nicht als Urheber irgendwie toll dastehe in der Öffentlichkeit. Im Zweifel geht es mir wirklich mehr um die Sache. Trotzdem ist es richtig, dass wir auch gleichzeitig darauf achten müssen, auf eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Schon allein deswegen, weil die Bürger auch einen Anspruch und die Erwartung haben, dass sie halt erfahren, was wir so machen hier im Parlament. Und deswegen müssen wir schon auch darauf achten, dass klar wird, woran wir mitgearbeitet haben, was wir so machen. Okay. Es gab einen Vorfall im Landtag, dass wohl ein CDU-Mitglied im Scherz versucht hat, ein Mitglied der Piratenfraktion zu bestechen, an einer Sitzung fernzubleiben, um einen Beschluss zu verhindern. Wenn nicht genug Abgeordnete da sind, ist der Landtag halt nicht mehr beschlussfähig. Und da hatte die CDU zu wenig Mitglieder im Landtag, als dass sie alleine durch den Abzug ihrer Fraktion diesen Zustand hätte erreichen können. In der Presse wurde das später als Überreaktion deinerseits dargestellt, dass du dich darüber aufgeregt hast. Und ich frage mich jetzt, solche Mauscheleien beginnen doch eigentlich immer im Scherz, bis dann der andere scherzhaft zugreift und dann wird plötzlich aus dem Scherz krimineller Ernst. Also kannst du uns nochmal diese Hintergründe dieser Bestechung erklären und warum jetzt die Presse dachte, das wäre eine Überreaktion? Also eine Bestechung war es nicht. Es war so gewesen, dass die Koalition ein Gesetz ganz schnell durchziehen wollte. Das heißt, am Mittwoch sollte es in erster Lesung beschlossen werden. Am Donnerstag sollte eine Anhörung gemacht werden mit noch eilig eingeladenen 3 Personen, die als Sachverständige mündlich was dazu sagen konnten. Und am Freitag sollte es schon verabschiedet werden. Das Sparkassengesetz war das. Und wir als Opposition haben gesagt, egal welcher Meinung man in der Sache ist, dieses Schnellverfahren ist überhaupt nicht nötig an dem Punkt. Das soll man in einem richtigen Verfahren machen und sich richtig angucken. Und die Oppositionsfraktionen CDU und FDP haben es nicht dabei belassen, das zu kritisieren, sondern wollten das Verfahren auch blockieren oder boykottieren, indem sie nämlich einfach aus dem Landtag rausgegangen sind. Und wenn weniger als die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist, man muss dazu sagen, dass die Koalition durch Krankheit auch nicht voll besetzt war sozusagen, wenn weniger als die Hälfte anwesend ist, kann man eben nicht mehr beschließen als Landtag. Und wir Piraten haben dazu aber gesagt, wir sind auch gegen das Verfahren, aber wir halten es nicht für legitim oder Verstoß gegen die Geschäftsordnung, einfach rauszugehen, um irgendwie die Beschlussfähigkeit des Parlaments zu verhindern. Wir sind nämlich nach der Geschäftsordnung verpflichtet, anwesend zu sein bei Debatten des Landtages. Und wenn man keine Mehrheit hat, muss man das akzeptieren und darf nicht mit solchen brachialen Methoden, die gegen die Geschäftsordnung verstoßen, das durchsetzen. Vielleicht würden wir es machen, wenn die Vorratsdatenspeicherung beschlossen worden wäre, aber bei dem Thema nicht. Und jetzt war es so, dass natürlich die anderen Oppositionsfraktionen gerne uns zum Rauskommen bewegen wollte. Und das fing dann damit an, dass man sagte, kann man sie auf einen Kaffee einladen. Und ein Kollege von mir
der dann draußen war, ist dann, hat dann ein anderer Abgeordneter im Scherz gesagt, ja, wie machen wir das jetzt, die anderen Kollegen noch rauszuholen, vielleicht würde ja das helfen, und hat dann so einen 50-Euro-Schein vorgezeigt. Es war ein Scherz, aber es war ein völlig geschmackloser Scherz, und ich finde, über solche Geschichten scherzt man nicht. Denn es geht ja wirklich darum, einen inhaltlichen Beschluss, eine inhaltliche Entscheidung des Landtages zu beeinflussen, indem man hier Geldscheine vorzeigt oder Essenseinladungen ausspricht. Und da, finde ich, ist der Spaß zu Ende. Und das habe ich auch ganz klar deswegen kritisiert. Und mein Fehler war, dass ich bei der Kritik nicht nochmal ganz deutlich gesagt habe, auch wenn es im Scherz war. Das heißt, bei einigen ist der Eindruck entstanden, dass das ein echtes Bestechungsangebot quasi gewesen ist. Das hätte ich klarstellen müssen. Aber ich finde, auch im Scherz schätzt man über sowas überhaupt nicht, wenn das um Korruption geht. Da haben gerade wir Piraten eine sehr klare Linie. Und auch bei mir ist das so, dass ich sehr genau darauf achte. Immer wenn ich hier irgendwelche Sachen geschenkt, Kalender oder Bücher kriege, schicke ich das zurück, weil ich gar nicht erst in die Versuchung kommen will, irgendjemandem zum Dank verpflichtet zu sein. Okay. Hat sich denn die CDU anschließend deswegen entschuldigt? Oder hat man gesagt, wieso, das war ein Scherz? Schwamm drüber. Das Letztere ist der Fall. Okay. Am Anfang wurde berichtet, hast du auf deine Abgeordnetenbezüge verzichtet, weil du dem Landtag deine Adresse nicht mitteilen wolltest. Und natürlich ist für Piraten der Datenschutz sehr wichtig, aber da frage ich mich, bestimmte Daten sind nun mal notwendig, damit unser System funktioniert. Warum soll der Arbeitgeber nicht wissen, welche Adresse seine Angestellten haben? Schließlich will er ja vielleicht, wenn sie krank sind, denen mal Blumen vorbeischicken oder so. Also das möchte ich schon noch selbst entscheiden, ob ich, wenn ich krank im Bett liege, hier vom Landtagspräsidenten mit Blumenstrauß empfangen werde oder nicht. Arbeitgeber oder Auftraggeber ist aus meiner Sicht die Bürger und nicht der Landtag. Aber mal davon abgesehen, richtig ist, dass ich schockiert war, als wir in den Landtag gekommen waren, was wir für einen Personalbogen bekommen haben, was wir da alles eintragen sollten. Ja? Da ging das um die Privatanschrift, aber auch um Geburtsdatum. Haben wir Kinder? Wie heißt eigentlich mein Ehegatte oder Lebenspartner? Wie ist meine private Telefonnummer? Da haben wir ja wirklich nur die Ohren geschlackert, was die Personalverwaltung hier alles wissen wollte. Und du hast es eingangs gesagt, ich bin Datenschützer. Ich finde, wenn wir hier glaubhaft die Daten der Bürgerinnen und Bürger schützen wollen, müssen wir hier wirklich bei uns selber und im Landtag auch anfangen. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Ich will an dem Punkt nur die Daten angeben, die wirklich nötig sind, um halt die Bezüge auszuzahlen. Und das ist eben quasi die Kontoverbindung, um eine Überweisung machen zu können. Und ja, Post können Sie hier gerne mir im Landtag selber direkt geben. Stimmt. Und wenn Sie dann mal irgendwie meine Privatanschrift brauchen für Rückforderung oder Ähnliches, können Sie jederzeit beim Melderegister auch einsehen. Und das hat die Landtagsverwaltung eben nicht eingesehen. Und die hat dann erstmal meine Bezüge nicht ausgezahlt. Also es war nicht so, dass ich verzichtet hätte, sondern die haben das zurückgehalten, sage ich mal. Okay. Und wir haben dann eben nach einigen Verhandlungen hin und her, haben wir dann jetzt den Weg gefunden, dass die inzwischen meine Privatanschrift haben, dafür aber aufs Geburtsdatum und die ganzen anderen Daten wiederum verzichtet haben. Sonst hätten sie das Geld nicht rausgerückt. Ja, das war halt dann so ein bisschen dann ein Stück weit auch die Bedingung gewesen. Ich hätte sie natürlich auch wegladen können, aber man muss ja schon gucken, an welchem Punkt man da jetzt ansetzt. Wie gesagt, meine Anschrift ist über das Melderegister sowieso bekannt. Von daher habe ich gesagt, gut, dann könnt ihr die haben. Aber auf die anderen Daten kommt es wirklich nicht an. Und da finde ich, gehen die auch ein Stück weit lang nichts an. Man muss ja auch sehen, dass man ja als Fraktionsvorsitzender schon ein bisschen politisch exponiert ist und dass bei manchen Themen manchmal die Wogen hochschlagen und man schon auch sein Privatleben haben will. Ich lege hier schon einen großen Wert darauf, dass ich eben auch noch eine Work-Life-Balance hinkriege und ein Privatleben, ein ruhiges Privatleben auch habe, wo ich mich mal ausschalten kann aus dem politischen Betrieb. Und deswegen war mir das schon wichtig, hier meine eigene Privatsphäre auch zu schützen. Kannst du uns denn aus Transparenzgründen mal sagen, wie hoch ist die Vergütung für ein Fraktionsmitglied im Landtag und wie hoch ist die Vergütung für den Leiter der Fraktion? Ja, die Abgeordneten im Schleswig-Holsteinischen Landtag bekommen knapp 7.300 Euro netto im Monat. Das ist zweimal so viel, wie der durchschnittliche Schleswig-Holsteiner bekommt, doppelt so viel. Und die Fraktionsvorsitzenden bekommen nochmal
eine hohe Zulage darauf, sodass sie insgesamt bei 12.500 € brutto liegen im Monat. Und ich finde das unmöglich hoch, erstens mal überhaupt Abgeordnete unterschiedlich zu bezahlen, weil dadurch Hierarchien entstehen, weil es dazu kommt, dass Leute auf ihren Stühlen kleben bleiben können, alleine aus finanziellen Gesichtspunkten schon. Und zum Zweiten auch der Höhe nach kann es nicht angehen, dass wir so viel verdienen wie drei Schleswig-Holsteiner zusammen, weil da hebst du ab und du verlierst wirklich aus den Augen, wie das den Menschen eigentlich im Land geht, in welcher Situation die stehen. Und ich finde, wenn wir Volksvertreter sind, dann müssen wir irgendwo auch bürgernah bleiben, und zwar auch in finanzieller Hinsicht. Also es kann nicht sein, dass man sich selbst total abgehobene Diäten quasi genehmigt. Das ist ja überhaupt ein Problem, dass wir über unsere eigenen Diäten entscheiden. Wer kann das sonst schon so, sage ich mal, ne? Und da habe ich gesagt, das geht gar Banker nicht. entscheiden über ihren eigenen Bonus. Also insofern, Ich finde, wir haben da eine Vorbildfunktion auch ein Stück ja, weit. natürlich. Und gerade wenn wir den Menschen wirklich harte Einschnitte zumuten müssen, einfach weil wir in der Vergangenheit über unsere Verhältnisse gelebt haben und schon alleine wegen Zinsausgaben ein ganz hoher Teil der Steuereinnahmen schon alleine an die Banken geht, um die Altschuldenzinsen zu zahlen. Wenn wir da harte Einschnitte planen, müssen wir wirklich auch mit Vorbild vorangehen und können nicht uns selbst ausgerechnet als Einzige ausnehmen von den erforderlichen Schritten. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Zulage, die ich als Fraktionsvorsitzender bekomme, zahle ich zurück. Jetzt hättest du ja das Geld, das du zurückzahlst, auch in, sag ich mal, mehr Mitarbeiter investieren können und dadurch in eine bessere politische Arbeit. Warum hast du dich dazu entschlossen, das zurückzuzahlen? Ich glaube, wenn man die Menschen im Land fragt, dass die erste Stelle, an der Geld fehlt, sie nicht sagen würden in der Politik. Also da muss man ganz ehrlich sein. Wir haben eine Knappheit, wir haben eine Mangelverwaltung hier, was die Finanzen angeht im Land, schwierige finanzielle Situation. Und da muss man wirklich gucken, wo wird das Geld am dringendsten benötigt. Und da sehe ich ganz viele Baustellen, wo es wirklich dringender benötigt wird, zum Beispiel im Bildungsbereich. In Deutschland hinken wir ja seit Jahren hinterher, was die Ausgaben, was die Investitionen in Bildung angeht. Und das ist wirklich die falsche Stelle, daran zu sparen. Und solange so dringend an allen möglichen Stellen Geld fehlt, geht das gar nicht, dass die Politik sich weiter aufbläht. Worüber ich reden würde, ist, wenn man das Parlament stärkt zulasten der Regierung. Das heißt, wenn man Finanzen umorganisiert, die bisher in die Landesregierung, die ist ziemlich stark fließen, dadurch das Parlament stärkt. Darüber kann man durchaus reden auch. Aber in Zeiten knappen Kassen allen harte Einschnitte zuzumuten und nur sich selbst sogar noch Zulagen zu genehmigen, das geht gar nicht. Okay. Die Vergütung, die ein Landtagsabgeordneter bekommt, ist ja an keine Bedingungen geknüpft. Ein Abgeordneter könnte ja die ganze Legislaturperiode zu Hause bleiben und könnte auch nichts tun. Anwesenheitspflicht besteht ja nicht und er muss ja eigentlich auch nicht an Fraktionssitzungen, Ausschüssen teilnehmen. Das macht er ja freiwillig. Ist das nicht im Grunde genommen das bedingungslose Grundeinkommen, das sich die Politik genehmigt, dem Volk aber verweigert? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich muss schon sagen, du würdest es, glaube ich, nicht wollen, wenn es eine leistungsbezogene Vergütung für Abgeordnete gäbe. Denn wer würde sich aufschwingen zu beurteilen, wer was leistet? Deswegen geht das auch völlig daneben, als hier der FDP-Fraktionsvorsitzende Kubicki sich irgendwie darüber ausgelassen hat, ob wir unser Geld wert sind oder nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das Habe ist ich mal nicht. durch die Medien gegeistert. Also, wenn es um Anwesenheit ginge, würde zuerst mal bei ihm ordentlich gekürzt werden. Aber davon abgesehen, das freie Mandat ist ganz wichtig für die Volksvertretung. Das heißt, damit wir die Bürger frei im Parlament eben auch vertreten können, darf es niemanden geben, der über unsere Arbeit herrscht und wacht. Niemand anders als die Bürger selbst. Und Aber das ist ein das ganz wäre wichtiges ja Gut. theoretisch auch möglich, dass die Bürger abstimmen. Also je nachdem, wie die Zustimmung dieses Politikers in der Bevölkerung ist, danach könnte man ja seine Arbeitsleistung bewerten. Dass man sozusagen ein Abwahlverfahren einführt, ne? Also bei Bürgermeistern gibt es das ja schon teilweise und könnte man sich durchaus darüber unterhalten, ob das Sinn machen würde, sowas einzuführen. Ja, finde ich eine interessante Möglichkeit. Die Fraktion der Piraten klagt ja gegen Teile dieser Vergütung. Kannst du uns da die Hintergründe erläutern und den Stand? Ja, es geht wiederum um diese Extradiäten, die einige Abgeordnete bekommen, die eine besondere Position innehalten. Und das sind eben nicht nur die Fraktionsvorsitzenden, das ist auch der Parlamentspräsident.
Das sind auch die Vizepräsidenten, das sind auch die parlamentarischen Geschäftsführer. Und das Bundesverfassungsgericht ist leider die einzige Instanz, die Auswucherungen bei der Politikfinanzierung noch eingrenzen kann, eben weil die Politik selbst über ihre eigene Finanzierung entscheidet. Da zum Beispiel hat das Bundesverfassungsgericht Grenzen setzen müssen bei der Parteifinanzierung, weil die exponentiell angestiegen ist über die Jahre hinweg. Und es hat eine Grenze gesetzt bei den Zulagenregelungen, weil es gesagt hat, Zulagen sind eine Gefahr für das freie Mandat, denn sie führen dazu, dass bestimmte Abgeordnete versucht sein können, eine bestimmte Position aus finanziellen Gründen anzustreben, Fraktionsvorsitz oder parlamentarischer Geschäftsführer, und dadurch sich anpassen in ihren Entscheidungen, weil sie halt gewählt werden wollen. Und das ist deswegen eine Gefahr für das freie Mandat, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und es hat deswegen gesagt, Zulagen wirklich nur in engen Ausnahmefällen. Und es hat zu diesen Ausnahmefällen gezählt, Fraktionsvorsitzenden, Parlamentspräsidenten, was ich für falsch halte, aber ist für verfassungsrechtlich in Ordnung. Es hat nicht dazu gezählt, hat gesagt, das ist nicht zulässig, an parlamentarische Geschäftsführer oder auch an Ausschussvorsitzende eine Extradiät zu zahlen, weil das keine Ausnahme mehr ist, weil das Positionen sind, die ganz viele Personen innehaben. In Schleswig-Holstein hat man sich über das Urteil einfach schlank hinweggesetzt und aber gesagt, das geht doch in einem Rechtsstaat überhaupt nicht. Sollte man meinen. Direkt betraf das Urteil natürlich nur Thüringen. Das heißt, man hat nicht direkt gegen ein Urteil verstoßen. Aber das Bundesverfassungsgericht legt unsere Verfassung aus und die Verfassung gilt für alle. Und auch die Auslegung des Verfassungsgerichts muss für alle verbindlich sein. Und deswegen halte ich das für völlig inakzeptabel, dass hier, zumal es um Eigeninteressen der Politik geht, hier knallhart gegen dieses Urteil verstoßen worden ist. Und wir haben gesagt, wir reichen eine Beschwerde ein beim Landesverfassungsgericht gegen die Zulagen für parlamentarische Geschäftsführer, die das Verfassungsgericht schon für Jahre im Fall Thüringen für verfassungswidrig erklärt hat. Das Verfahren ist anhängig. Der Landtag hat einen Prozessbevollmächtigten bestellt, der den Landtag verteidigen soll gegen diese Klage. Mhm. Und ich rechne dieses Jahr noch mit einer Entscheidung. Wir sind gespannt. Torge Schmidt, unser parlamentarischer Geschäftsführer, legt seine Zulage zurück, damit er sie zurückzahlen kann, wenn das für verfassungswidrig erklärt wird. Okay. Du hast dich sehr empört über die Lobbyveranstaltung des Sparkassenverbandes. Und zwar hast du, glaube ich, in deinem Blog geschrieben, dass das mehr nach einem Urlaub klingt, weil es ein reichhaltiges Freizeitangebot für Politiker und ihre Begleitung gibt. Ist es nicht ganz normal, dass auf solchen Lobbyveranstaltungen Politiker umworben werden, und machen das nicht andere Branchen auch? Ob es normal ist oder gar in anderen Branchen gemacht wird, kann ich nicht beurteilen, da kenne ich mich nicht aus. Ich kann sagen, für die Politik ist das die Spitze des Eisberges von dem, was mir bisher untergekommen ist. Also sowas ist mir als Abgeordneter noch nicht passiert, so eine Einladung. Wo wir ja eingeladen worden sind zum Sparkassenkongress, Übernachtung auf Kosten des Verbandes, eine Begleitung kann mitgebracht werden. Der wird nicht nur die Übernachtung bezahlt, sondern sogar ein Vergnügungsprogramm. Tagsüber verschiedene Ausflugsprogramme stehen zur Auswahl. Abends ein Galaabend mit Entertainer und Musik. Sogar die Fahrer der Personen, die eingeladen werden, werden unterhalten und haben ein eigenes Unterhaltungsprogramm, Bier trinken auf dem Dampfer oder was auch immer. Also bei dieser Sache überwiegt ganz klar das Unterhaltungselement. Ich finde das in Ordnung, wenn jemand eingeladen wird, einen Vortrag selbst zu halten, dass man dann seine Übernachtungskosten übernimmt. Aber ich will mich als Zuhörer nicht einladen lassen von einem Industrieverband, und nichts anderes ist der Sparkassenverband in Lobbyismusorganisation, will ich mich nicht einladen lassen und erst recht nicht zu irgendwelchen Reisen und Veranstaltungen. Das ist für mich wirklich eine Frage der Ethik. Kann ich überhaupt noch frei entscheiden, wenn ich solche Geschenke angenommen habe? In anderen Ländern gibt es ganz strikte Regeln, in Großbritannien oder in den USA, was man annehmen darf, was veröffentlicht werden muss. Und bei uns gibt es da leider überhaupt keine Regeln. Ich finde, wir bräuchten dringend in Deutschland einen Ethikkodex, der regelt, in welchen Fällen ist das noch in Ordnung und in welchen Fällen geht das zu weit. Denn so wie es im Moment läuft, kann das nicht weitergehen. Diese Netzwerke hat man ja schon gesehen, zum Beispiel als der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück in einem Aufsichtsrat saß
und dort zugesichert hat, er wird sich für sinkende Energiepreise einsetzen in der Politik. Oder auch die Beziehung von Gerhard Schröder zu Maschmeyer, zu diesem Finanznetzwerk, sind ja auch bekannt, die unguten persönlichen privaten Kontakte. Übrigens sind auch Gesetze zugunsten der Branche durchgebracht worden in der Zeit. Also so wie es im Moment läuft mit privaten Einladungen und so weiter, Wolf will ich gar nicht nennen, da müssen wir Piraten wirklich klare Kante zeigen. Und deswegen war mir das an der Stelle ganz wichtig. Ich habe das öffentlich gemacht und ich habe gesagt, ich nehme es nicht an und aus welchen Gründen nicht. Im Grunde genommen gibt es doch diese klaren Richtlinien im UN-Antikorruptionsabkommen. Bloß Deutschland weigert sich, dieses Abkommen zu ratifizieren. Ist das nicht total undemokratisch? Also eigentlich ein No-Go für eine Demokratie. Ne? Ich glaube, Deutschland ist auch eines der wenigen Länder neben Saudi-Arabien und einigen anderen Unsympathen, die dieses Abkommen nicht ratifiziert haben. Es ist echt ein Skandal, dass sich die Abgeordneten im Deutschen Bundestag seit Jahren weigern, international anerkannte Antikorruptionsstandards in Deutschland umzusetzen, insbesondere die Abgeordnetenbestechung unter Strafe zu stellen. Das ist im Moment zum Beispiel nicht verboten. Du darfst ganz offiziell einem Abgeordneten Geld geben, damit er sich innerhalb der Fraktion für irgendwas einsetzt, irgendwas auf den Weg bringt, einen Änderungsantrag auf den Weg bringt. Britische Journalisten haben aufgedeckt, dass ein Europaabgeordneter der österreichischen konservativen Partei gegen Geld angeboten hat, zu helfen, irgendwelche Änderungsanträge auf den Weg zu bringen. Also es ist unglaublich, was da im Moment am Laufen ist. Und das ist ein Skandal, dass der Bundestag da immer noch nicht mitmacht. Wir Piraten in Schleswig-Holstein haben gleich als erste Amtshandlung sozusagen bei unserer ersten Fraktionssitzung gesagt, wir unterzeichnen alle die Petition für eine Reform des Paragraphen 108e Strafgesetzbuch. Der regelt den sogenannten Stimmenkauf und wir wollen, dass die Abgeordnetenbestechung wirksam und umfassend unter Strafe gestellt wird. Okay, du machst bei einem YouTube-Video mit, wo du deine Parteikollegen, eigentlich deine Politikerkollegen dazu aufrufst, transparent zu handeln und ihre Einkünfte offenzulegen. Und Peer Steinbrück ist dem auch nachgekommen, aber der Druck für ihn kam natürlich aus anderer Richtung. Wen ihr aber sehr unter Druck gesetzt habt, ist der Berliner Piratenabgeordnete Alexander Morlang. Und zwar hat er lange Zeit sich geweigert, seine Einkünfte offenzulegen. Dann hat er gesagt, ich muss erst so viele Rechnungen prüfen. Und dann hat er eine glatte Summe von 1.000 Euro genannt, die bei seinem Lebensstil allerdings angezweifelt werden. Und jetzt ist für mich die Frage, also es entsteht der Eindruck, als wenn Transparenz innerhalb der Piratenpartei gar nicht klar definiert ist. Als Bürgerin oder Bürger habe ich meines Erachtens Anspruch darauf zu erfahren, von wem mein Vertreter, Volksvertreter wirklich Geld bekommt, weil das ja ganz massiv auf seine Entscheidungen Einfluss haben kann. Und deswegen erwarte ich von jedem Abgeordneten und erst recht von Piratenabgeordneten, dass sie ihre Nebeneinkünfte offenlegen. Und zwar anders als die anderen Fraktionen machen wir das ja freiwillig. Wir gehen freiwillig voraus, bevor wir die Regeln verbindlich umgesetzt haben. Wir haben durchaus konkrete Standards, nämlich bei unserem letzten Fraktionentreffen. Wir machen immer zweimal im Jahr ein Treffen, wo sich alle Abgeordneten aller vier Piraten-Landtagsfraktionen treffen. Das nächste wird in Kiel sein in 3 Wochen. Okay. Bei unserem Fraktionentreffen im Saarland haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, die ganz konkrete Transparenzstandards für Abgeordnete ausgearbeitet hat. Das heißt, betragsgenaue Veröffentlichung, Veröffentlichung auch der Kapitaleinkünfte, Veröffentlichung auch des Zeitaufwandes, wie viel Zeit stecke ich eigentlich in die Nebeneinkünfte, nicht damit das Abgeordnetenmandat zum Nebenjob wird, wie bei Per Steinbrück. Sanktionsbewährung, wenn ich nicht veröffentliche, drohen Sanktionen, nicht nur in den Verhaltensregeln, wie das im Moment im Bundestag zum Beispiel geregelt ist. Wie können solche Sanktionen aussehen? Geldstrafe. Ja, aber dann sagen sich die Leute, die es sich leisten können, ja, dann zahle ich halt meinen 100er Strafe. Dafür muss ich mir dann die Arbeit nicht machen. Die haben natürlich enorme negative PR, und zwar zu Recht. Und sie werden auch von ihren Kollegen unheimlichen Druck kriegen. Einer, der sich übrigens tatsächlich geweigert hat, war Otto Schily. Unser lieber ehemaliger Innenminister hat sich immer geweigert, unter Berufung auf sein Anwaltsmandat selbst die Angaben, die anonymisiert verlangt waren, zu machen. Und das ist aber eine Ausnahme, ist auch nicht wieder in den Bundestag gekommen, nicht wieder kandidiert.
Und ich glaube, das sind Einzelfälle. Man kann schon Transparenz schaffen durch diese Regeln. Und was wir alle gesagt haben als Piratenabgeordnete, war, dass wir uns auch selbst an diesen Standards, die wir für alle einführen wollen, freiwillig messen lassen wollen. Wir haben deswegen ein Portal aufgebaut, das kannst du auch verlinken, piratenfraktionen.de, wo unter anderem die Nebeneinkünfte der Abgeordneten dann jetzt auch abrufbar sind. Sehr schön. Du klagst auf ein Menschenrecht für Anonymität vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Kannst du uns da die Hintergründe und den Stand der Klage erläutern? Ja, gerne. Es geht um Telefon-, Handykarten, SIM-Karten, die in Deutschland leider nicht anonym verkauft werden müssen, sondern jedes Mal, wenn du so eine SIM-Karte kaufst, selbst bei Prepaid-Karten, musst du die freischalten und dazu musst du persönliche Daten angeben. Und das verletzt unser Grundrecht auf Anonymität. Wir haben ein Recht darauf, keine Daten angeben zu müssen, die nicht erforderlich sind. Und es ist ganz wichtig, dass man anonym mit Menschen sprechen darf, dass man anonym mit Menschen telefonieren darf. Zum Beispiel, wenn ich Beratung brauche, wenn ich Drogenberatung in Anspruch nehmen will, wenn ich einen Ehekrach habe, wenn ich mich bei der AIDS-Beratung dran wenden will, aber auch wenn ich der Presse Informationen zustecken will oder wenn ich als Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung eine Demo plane im politischen Bereich. In ganz vielen Bereichen gibt es ein wirklich legitimes Interesse daran, dass man anonym miteinander kommunizieren kann, geschützt kommunizieren kann. Ich will gar nicht reden vom arabischen Frühling, in arabischen Ländern, wo es wirklich um Leben und Tod geht bei der Anonymität, wo die Menschen verschleppt oder gefoltert werden, wenn die gefangen und gefasst werden. Und aus meiner Sicht haben wir ein Grundrecht darauf, dass nicht die ganze Bevölkerung, nur weil ich ein Telefon benutze, registriert werde von vornherein. Und deswegen klage ich mit jemand anders noch zusammen gegen diesen Identifizierungszwang für Handykarten. Vorm Bundesverfassungsgericht haben wir leider nur einen Teilerfolg erzielen können. Da geht es um die sogenannte Bestandsdatenauskunft. Die ist auf unsere Beschwerde hin für verfassungswidrig erklärt worden. Aber das Verbot anonymer Handykarten ist nicht gekippt worden von Karlsruhe. Und deswegen sind wir vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Ich rechne mir da gute Chancen aus, dass wir anonyme Karten erstreiten können, denn in den allermeisten EU-Staaten gibt es dieses Verbot nicht. Und es ist auch völlig sinnlos, anonyme Prepaid-Karten verbieten zu wollen, denn ich kann Fantasieangaben machen. Wenn ich mir im Supermarkt eine Karte kaufe und das übers Internet registriere, kann ich jeden beliebigen Namen eingeben, keine Kontrolle. Oder ich kann Karten benutzen, die ich von anderen Personen bekommen habe. Ich kann aus dem Ausland Karten benutzen. Also tatsächliche Straftäter sind doch nicht so blöd und telefonieren mit einer Karte, die auf ihren Namen registriert ist. Also das ist wirklich völlig naiv. Übrigens, was die rot-grüne Koalition damals eingeführt hat. Okay. Was ich mich bei dem Thema frage, ist die EU nicht generell in einer Schieflage, was das Thema Menschenrechte angeht? Weil die Menschenrechte werden ja eigentlich nur gefordert im außereuropäischen Ausland, also weit weg. Und es gibt ja schon seit langem in Deutschland eine Diskussion über den Mindestlohn, der von der FDP blockiert wird. Jetzt steht aber im UN-Sozialpakt, dass jeder Mensch das Recht hat, eine selbstgewählte Arbeit nachzugehen und er muss davon sich und seine Familie versorgen können müssen. Und jetzt frage ich mich, das ist doch eigentlich eine direkte Anweisung an die Politik, den Mindestlohn umzusetzen, weil der Mensch hat doch eigentlich ein unveräußerliches Menschenrecht auf diesen Mindestlohn, weil wie soll ich mich und meine Familie ernähren können, wenn ich nicht genug verdiene? Und warum wird dieses Menschenrecht in Deutschland nicht durchgesetzt? Das ist eine gute Frage. Der Mindestlohn wird auf jeden Fall kommen. Wir Piraten fordern ihn ja auch als Brückentechnologie. Der wird sich nicht aufhalten lassen. Du hörst ja die aktuelle politische Diskussion. Man muss aber auch ehrlich sagen, von dem Mindestlohn alleine hat noch nicht jeder Mensch eine Arbeit, von der er leben kann. Denn es ist ja auch noch eine Frage der Arbeitsplätze. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, perspektivisch, die Technik ist ja auch ein Stück weit dazu da, lästige Arbeit von uns abzunehmen. Und ich glaube, in Zukunft wird das gar nicht mehr erstrebenswert sein, dass jeder Mensch in Arbeit sein muss und arbeiten muss. Es gibt ganz viele Beschäftigungen und Tätigkeiten, die unbezahlt sind, aber trotzdem total wichtig für unsere Gesellschaft. Ich sage nicht nur Kindererziehung, sondern eben auch andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Deswegen, das ist ja auch der Grundansatz für die Forderung eines Grundeinkommens für alle Menschen. Und deswegen kann der Mindestlohn eine Brückentechnologie sein. Okay.
Es gibt eine EU-Initiative, die sehr erfolgreich ist, und da geht es darum, dass die Privatisierung der Wasserwerke verhindert werden soll. Und diese Initiative ist zumindest in Deutschland sehr erfolgreich, hat diese 1 Million Unterschriften schon gesammelt, die man braucht, um sein Anliegen im EU-Parlament vorzutragen. Und die Frage ist jetzt, warum macht der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sowas nicht auch, um die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene zu kippen? Weil wir es nicht alleine machen können. Eine solche EU-Initiative ist jetzt eingeführt worden mit der letzten Vertragsänderung. Wenn du 1 Million Unterschriften sammelst, in mindestens 7 EU-Staaten musst du ein Mindestquorum sozusagen erreichen, um halt zu zeigen, es ist eine Initiative, die wirklich EU-weit auch von Bedeutung ist. Und selbst wenn du das schaffst, muss die EU-Kommission gar nichts machen. Sie muss sich nur mit dem Thema beschäftigen. Es ist also nicht ein Volksentscheid oder sowas. Und das zeigt, dass es riesige demokratische Defizite bei der EU noch gibt. Wir haben es natürlich beraten. Wir machen ja jedes Jahr ein Treffen in Brüssel, Freedom Not Fear heißt das, wo wir uns europaweit vernetzen mit Bürgerrechtsinitiativen in ganz Europa. Und da haben wir uns gerade im Herbst wieder darüber unterhalten, ob es nicht Sinn macht, eine EU-Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung auf den Weg zu bringen. Und das Problem ist wirklich, dass das nicht in allen Ländern so ein großes Thema ist wie in Deutschland. In vielen Ländern ist es schon vor Jahren eingeführt worden. Und es ist viel leichter zu mobilisieren gegen irgendwas, irgendeine Verschlechterung, die droht, wie zum Beispiel Privatisierung der Wasserwerke jetzt, als etwas, was schon im Gange ist, was schon beschlossen worden ist vor Jahren, jetzt wieder aufzuhalten und zu kippen. Und da haben wir im Moment halt leider noch nicht so die Unterstützung aus den anderen EU-Staaten, dass sie sagen, Vorratsdatenspeicherung ist bei uns ein ganz starkes Thema, da würden ganz viele mitmachen, da würden wir diese Unterschriften auch zusammenkriegen und so weiter. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir erstmal noch ein Vorbereitungstreffen machen, EU-weites Vorbereitungstreffen, wo wir mal besprechen, ob wir genug mobilisieren können, wie wir es anstellen können. Aber wir haben es definitiv auf der Agenda. Okay, und diese Initiative um diese Wasserwerke, die gibt euch doch sicherlich Aufwand. Also wenn die positiv ist, dann könnt ihr sicherlich das Wissen, was die aufgebaut haben, nutzen. Wobei, du sprachst dieses Demokratiedefizit an. Haben wir das nicht eigentlich auch in Deutschland? Weil man kann eine Petition an den Bundestag richten und der Bundestag kann sie dann ignorieren. Ich erinnere mich da an die GEMA-Vermutung. Zur Vorratsdatenspeicherung gab es eine Petition. Dann gab es eine Petition zum bedingungslosen Grundeinkommen. Dann kommen die Bundestagsabgeordneten, hören sich das an, sagen sich, ja, schön, hast du gut gemacht. Und am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Und dann frage ich mich natürlich, warum sammle ich diese 50.000 Unterschriften, um mein Anliegen dort vorzutragen, wenn ich doch keinen Handlungsspielraum habe. Die hören sich das an und vergessen es dann wieder. Mhm. Man kann mit so einer Sammelpetition Öffentlichkeit schaffen für ein Anliegen. Dafür ist sie, glaube ich, ganz gut, um wirklich nochmal öffentlich darzulegen, wie wichtig uns eine Sache ist. Unvergessen ist ja die Petition gegen die Internetzensur damals. Ja. Und wir haben es, seitdem wir hier in Schleswig-Holstein im Landtag sind, auch geschafft, hier im schleswig-holsteinischen Landtag diese Sammelpetition über das Internet auch einzuführen. Am 1. März startet die. Und deswegen ist es, glaube ich, schon eine wichtige Möglichkeit. Aber sie kann niemals ersetzen direkte Demokratie. Das heißt, wir müssen endlich Volksentscheide auf Bundesebene auch einführen, damit man wirklich die Bürger auch abstimmen können über Themen, die ihnen wichtig sind. Zum Beispiel Auslandseinsätze oder gerade, wenn es um EU-Verträge geht oder Rettungsschirme. All die Themen, wo die Menschen wirklich die Möglichkeit, den Eindruck haben, da tut die Politik was völlig anderes als das, was wir wollen. Und das ist nämlich gefährlich, wenn der Eindruck entsteht, dass bestimmte Interessen nicht vertreten werden. Ich sage gar nicht, dass bei den Themen immer die Politik falsch entscheidet. Aber dadurch, dass du einen Volksentscheid hast, musst du dir überhaupt erst die Mühe geben als Politik, für sowas zu werben wie Europa zum Beispiel. Warum macht das heute Sinn? Und wie wollen wir Europa ausgestalten? Und deswegen spricht aus meiner Sicht auch gar nicht gegen direkte Demokratie, dass sie manchmal anders als erwartet ausgeht. Ja? In Hamburg haben die Grünen verloren mit ihrer Schulreform, obwohl sie selbst vorher noch für die Volksentscheide gewesen waren. Oder in Baden-Württemberg haben die Grünen verloren mit ihrer Bahnhof-Volksentscheid da. Das spricht aus meiner Sicht gar nicht dagegen, weil alleine durch die Diskussion, durch den Diskussionsprozess, der in Gang gekommen ist, hier wieder die Bürger und die Politik ein Stück weit zueinander finden. In der Piratenpartei sind ja unter anderem auch einige Verschwörungstheoretiker aktiv. Und ich habe mir da mal die gängigen Verschwörungstheorien zum Grundgesetz angeguckt.
Also zum einen ist das Grundgesetz von den Alliierten der Bundesrepublik aufgedrückt worden. Die konnte sich eigentlich gar nicht dagegen wehren. Zum anderen hätte ja nach der Wiedervereinigung laut Artikel 146 eine Verfassung vom Volk abgestimmt werden müssen, die das Grundgesetz ablöst. Und jetzt sagen die Verschwörungstheoretiker, dadurch, dass der Artikel 23, der den Geltungsbereich des Grundgesetzes festgelegt hat, weggefallen ist, hat das Grundgesetz eigentlich seine Gültigkeit verloren und die Weimarer Verfassung wäre jetzt gültig. Was ist da deine juristische Bewertung und haben die den von der Politik so viel beschworenen rechtsfreien Raum gefunden? Dass das Grundgesetz nicht gelten würde, ist Quatsch. Es ist angenommen worden von allen Landtagen, mit Ausnahme des Bayerischen Landtags, aber es genügte ja auch eine Zweidrittelmehrheit damals und ich glaube, die Bayern haben sich inzwischen auch damit angefreundet. Was aber als einziges richtig ist, ist, dass es politisch betrachtet schon ein Geburtsfehler des Grundgesetzes ist, dass es nie durch einen Volksentscheid angenommen worden ist. Es ist schon normal für eine Verfassung und das erwarte ich auch als Bürger, dass wenn ich eine Grundlagenverfassung bekommen soll, dass ich als Bürger dazu gefragt werde, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Und deswegen ist mir zum Beispiel auch in der Diskussion um eine europäische Verfassung oder europäische Verträge ganz wichtig, dass die Ausarbeitung durch gewählte Vertreter erfolgt, durch direkt gewählte Vertreter, sogenannte Verfassungskonvent, und dass das Ergebnis dann eben den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt wird. Und das stimmt, dass das Grundgesetz nie abgestimmt worden ist. Finde ich sehr schade, weil das ja auch so hohe Anerkennung hat bei den Bürgern, dass es auf jeden Fall auch angenommen werden würde. Aber ich finde, das ist nötig, wirklich die Menschen zu befragen, weil dadurch bekommt auch das Grundgesetz wieder einen anderen Stellenwert, kommt in die öffentliche Diskussion, wird wieder bewusster den Menschen und das fehlt. Ich würde es mir wünschen. Aber im Artikel 146 steht doch definitiv drin, nach der Wiedervereinigung muss das gesamte deutsche Volk über eine gesamtdeutsche Verfassung abstimmen. Ist das nicht eine klare Handlungsanweisung? Warum kann die Regierung das einfach so ignorieren? Ich meine, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, seit wir wiedervereinigt sind. Juristisch ist es halt möglich, diesen Artikel 146 zu ändern. Und das ist ja auch gemacht worden, dass man eben mit Zweidrittelmehrheit einfach diesen 146 geändert hat und diesen Passus gestrichen hat, der eine Volksabstimmung verlangte. Und deswegen sage ich, juristisch ist es in Ordnung, die Verfassung ist auch gültig. Aber rechtlich hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man mit der Wiedervereinigung auch eine Abstimmung gemacht hätte über unsere gemeinsame Verfassung. Und ich wünsche mir das immer noch. Hat da vielleicht die Regierung Angst vom eigenen Volk? Ich meine, anderen Grund könnte es ja eigentlich gar nicht geben, das Volk nicht über das Grundgesetz, das dann Verfassung heißen würde, abstimmen zu lassen. Es liegt daran, dass vor allem die CDU, die damals ja den Kanzler stellte, eine seltsame Angst vor direkter Demokratie hat, die ich nicht wirklich verstehen kann, die auch bei Volksentscheiden auf Landesebene nie gerechtfertigt war, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Die CDU hat Angst vor Volksentscheiden auf Bundesebene aus historischen Erfahrungen, die natürlich wichtig sind, aber wir sind eine gefestigte Demokratie in Deutschland inzwischen und die Bürger sind sehr wohl in der Lage, über grundlegende Fragen auch abzustimmen. Und ich bin sicher, dass bei uns populistische oder gar menschenfeindliche Anliegen keine Chance hätten. Außerdem würde ja die Verfassungsmäßigkeit solcher Initiativen auch immer überprüft werden. Es wird ja oft argumentiert gegen Volksentscheide, dann würde die Todesstrafe wieder eingeführt. Ist schon deswegen Quatsch, weil im Grundgesetz sie verboten ist und man sowas gar nicht gegen das Grundgesetz durchsetzen könnte. Und ich glaube schon, dass auch die Bürger irren können, dass Volksentscheide auch sich als falsch herausstellen können. Aber ich glaube nicht, dass die Bürger häufiger irren als die Politiker. Ich glaube, dass die Parlamente viel mehr Mist bauen, als dass die Bürger machen würden und dass die Bürger verantwortungsvoller umgehen würden mit wichtigen Entscheidungen. Mindestens genauso verantwortungsvoll, sagen wir mal. Ne? Okay. Und ja, deswegen ist diese Angst der CDU, hat dazu geführt, dass man damals den 146 einfach gestrichen und abgeändert hat, statt das den Bürgern vorzulegen. Gerade im Osten war doch die Euphorie so hoch, dass das sofort angenommen worden wäre. Im Westen auch, das Grundgesetz ist zu Recht anerkannt.
Gerade in seiner ursprünglichen Verfassung war es sehr gut. Inzwischen sind leider Grundrechte ausgehöhlt und eingeschränkt worden. Zum Beispiel das Fernmeldegeheimnis, Artikel 10 ist geändert worden. Der Schutz der Wohnung ist geändert worden, um Lauschangriffe zu ermöglichen. Das Grundrecht auf Asyl ist richtiggehend ausgehöhlt worden, sodass kaum noch jemand Asyl bekommt heute leider in Deutschland. Also das ist schon traurig, aber insgesamt das Grundgesetz als solches ist eine gute Verfassung. Nach Stuttgart 21, dem Berliner Flughafen, der Hamburger Elbphilharmonie, hat jetzt Schleswig-Holstein auch ein Bauprojekt mit einer unerwarteten Kostenexplosion. Und zwar geht es da um den Nord-Ostsee-Kanal, wo die Schleusen deutlich teurer werden als geplant. Man fragt sich ja inzwischen schon langsam, wie hat Deutschland jemals den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft, wenn doch jedes Bauprojekt in die Hose geht. Wie kann man das erklären? Ist reine Inkompetenz da der Grund? Warum können man sich bei solchen Bauprojekten nicht an den Kostenvoranschlag halten? Warum explodieren die Kosten immer völlig unerwartet für die Politik? Und kann sich Schleswig-Holstein das überhaupt leisten nach der Pleite mit der ASA Nordbank? Es ist wirklich ein Versagen der Politik, dass bei diesen Großprojekten, wie die durchgezogen werden, dass es da immer zu einer Kostenexplosion kommt, dass nie die ursprüngliche Schätzung mal gehalten werden kann. Das Verfahren muss völlig neu aufgestellt werden, und zwar unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, unter Einbeziehung auch der Rechnungshöfe, damit die eine objektive Kostenschätzung macht. Diese Großbauprojekte, wie sie bisher durchgezogen worden sind, haben keine Zukunft. Und ich glaube, es hat inzwischen auch die Politik erkannt. Denn es gibt jetzt zum Beispiel einen Leitfaden des Bundesverkehrsministeriums über Bürgerbeteiligung bei Verkehrsprojekten, der gute erste Ansätze enthält, die aber jetzt auch umgesetzt werden müssen. Was den Schleswig-Holstein-Kanal oder Nord-Ostsee-Kanal angeht, das Land könnte es nicht bezahlen. Es muss es aber auch nicht, weil das ein Bundeswasserweg ist sozusagen und der Bund das aus dem Bundesverkehrswegeplan finanzieren soll, dieses Projekt. Und da ist ein riesiger Rückstau vorhanden. Da wird noch Technik an den Schleusen eingesetzt aus der Kaiserzeit. Und das muss ganz dringend modernisiert werden, denn wenn die Schiffe lange vor der Schleuse liegen, ist das schlecht für die Umwelt und entstehen riesige Schäden. Und da besteht ein Handlungsbedarf. Wir haben in Schleswig-Holstein so ein bisschen den Eindruck, dass Herr Ramsauer lieber in seinem eigenen Wahlkreis in Bayern tolle Verkehrsprojekte plant und dass wir hier im Norden ziemlich vernachlässigt werden, was solche notwendigen Reparaturmaßnahmen angeht. Ist der Nord-Ostsee-Kanal nicht die wichtigste Verkehrswasserstraße der Welt? Also auf jeden Fall eine der sehr häufig meistbefahrenen. Ne? Ist die meistbefahrenste Wasserstraße Deutschlands auf jeden Fall. Und neben dem Panama-Kanal vielleicht noch sicherlich auch eine der vielbefahrensten der Welt. Es ist auch insofern umweltschonend, als die Schiffe dann eben nicht den Weg außenrum nehmen müssen, sondern durch den Kanal auch durchfahren können. Und von daher ist das im Grundsatz, kann das durchaus ein umweltschonendes Verkehrsmittel sein, der Schiffstransport. Aber da muss noch viel nachgebessert werden, was die Emissionen angeht, was zum Beispiel die Verwendung von Schweröl auf freier See noch angeht. Da muss sicherlich noch viel geschehen, aber der ist für Schleswig-Holstein wichtig, klar. Nach der Wahl in Niedersachsen ist ja die Piratenpartei nicht in den Niedersächsischen Landtag eingezogen, was die Piratenpartei natürlich stark betrauert. Und die Massenmedien haben ja daraus schon wieder das Ende der Piratenpartei prognostiziert. Hinzu kommen ja auch viele Streitereien innerhalb der Piratenpartei und des Vorstandes. Wie bewertest du denn so die aktuelle Position der Piratenpartei auch mit Hinblick auf den Wahlkampf für den Bundestag? Ich glaube, dass wir Chancen haben, dass wir realistische Chancen haben, es tatsächlich zu schaffen, in den Bundestag und den Bundestag zu ändern. Denn gerade auf Bundesebene werden unsere Themen am dringendsten gebraucht, wenn das um Transparenz geht, wenn es um Mitbestimmung geht. Ich hatte schon gesagt, Volksentscheide auf Bundesebene. Wenn es um Bürgerrechte geht, ich hatte genannt Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft oder die ganzen Antiterrorgesetze, die längst verabschiedet worden sind. Nirgendwo anders als auf Bundesebene, nach meiner Überzeugung, werden wir da so sehr gebraucht. Und ich glaube, wenn wir das gut vermitteln und transportieren können, dass wir dann tatsächlich eine gute Chance haben, auch tatsächlich den Bundestag zu ändern. Aber die Existenz der Piratenpartei steht da nicht auf dem Spiel, weder
bei der Niedersachsenwahl noch bei der Bundestagswahl. Wir sind eine Bewegung, eine gesellschaftliche Bewegung. Und für uns sind unsere Ziele und unsere Ideale, unsere Arbeitsweise wichtiger, als hier bei jeder Wahl möglichst viel Prozente zu sammeln. Das darf uns nie wichtiger sein als unsere Ziele und Ideale. Die müssen immer an erster Stelle stehen. Und ich glaube übrigens auch, dass nur dann, wenn wir die an erste Stelle stellen, dass wir auch nur dann auch tatsächlich Wahlchancen haben. Sehr schön gesagt. Ich habe gesehen, dass du auch für den Bundestag kandidieren möchtest. Du willst dich aufstellen lassen für die Landesliste in Schleswig-Holstein, für die in den Bundestag einzieht. Warum zieht es dich in den Bundestag? Wer könnte dein Nachfolger werden? Wann wird die Landesliste aufgestellt? Ich hatte ja eben erläutert, wie wichtig es eben ist, dass wir Piraten auch im Bundestag vertreten sind, weil auf Bundesebene so viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, sei es zum Beispiel auch im sozialen Bereich, sich überhaupt nur auf Bundesebene durchsetzen lässt. Und ich bemerke schon jetzt im Schleswig-Holsteinischen Landtag, wie viele von den Projekten, die wir anschieben, eigentlich Bundesratsinitiativen sind. Wenn das um Bürgerrechte geht, wenn es um Videoüberwachung in Bahnhöfen geht, um Bestandsdatenauskunft, um das Leistungsschutzrecht, um Volksentscheide auf Bundesebene. Ganz viele von unseren Initiativen richten sich eigentlich auf Bundesebene und ich glaube, wir werden da unbedingt gebraucht und ich möchte eben hier auch in Schleswig-Holstein anbieten, dazu mit beizutragen, mit in dem Team mitzuarbeiten, um mitzuhelfen. Ich glaube, dass ich einbringen kann, meinen juristischen Hintergrund, sage ich mal, wenn es darum geht, auch mal eine Beschwerde oder eine Klage zu schreiben, ist das sehr nützlich. Man kann Gesetze formulieren, man kann so im Maschinenraum ein bisschen mitarbeiten und sicherlich schadet es natürlich auch nicht, wenn man einige Leute dabei hat im Team, die halt auch schon politische, parlamentarische Erfahrung haben, denn dazu zähle ich ausdrücklich auch Fehler, die wir natürlich auch schon gemacht haben, aber man lernt daraus und das sind wichtige Erfahrungen, die man mit einbringen kann. Hier in der Fraktion hatten wir zum Beispiel Angelika Bär, die ja schon in vielen Parlamenten vertreten war und die uns deswegen viel über Arbeitsabläufe sagen konnte, wie sie das so kennengelernt hat und das, glaube ich, stärkt ein Team, wenn man eben auch einige Leute mit dabei hat. Ich finde das schade, dass jetzt von den anderen Landtagsabgeordneten gerade keiner mit dabei ist. Also ich denke, ein paar Leute mit politischer Erfahrung wären für die Piraten gut und würden uns auch da ein bisschen helfen. Jetzt hattest du noch gefragt, wie das mit der Aufstellung aussieht. Wer könnte dein Nachfolger werden? Werdet ihr eure Aufstellung machen für die Landesliste? Ja, am 16. März ist bei uns Aufstellungsversammlung und wenn wir Piraten das tatsächlich schaffen, in den Bundestag zu entern und ich mit dabei sein sollte, dann würde Henry Piepgras nachrücken. Das ist unser ehemaliger Landesvorsitzender hier im Landesverband, der sich auch für Bürgerrechte engagiert und ich schätze ihn mal so ein, auch ausgleichendes Temperament hat, insofern mir auch nicht unähnlich, sage ich mal, der würde das, hat Interesse daran, hier auch Abgeordneter zu werden und der würde das hier sehr gut weitermachen. Sehr schön. Wie bereitet sich Schleswig-Holstein auf den Bundestagswahlkampf vor? Was habt ihr so geplant? Auf welche Aktionen können wir uns freuen? In Schleswig-Holstein haben wir die Sondersituation, dass wir im Mai eine Kommunalwahl haben. Das heißt, zum ersten Mal wollen wir in Schleswig-Holstein auch zu Kreistagswahlen und Gemeinderatswahlen antreten. Und vor dem Hintergrund konzentrieren wir uns im Moment noch sehr stark auf die Kommunalwahl. Das heißt, wie können wir unsere Themen wirklich auch auf ländliche Regionen zum Beispiel runterbrechen? Kannst du uns da ein Beispiel geben? Naja, also wenn das um Transparenz geht zum Beispiel, warum kann zum Beispiel in Westerland auf Sylt unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden, das Wohnungsmarktkonzept, wo es um das Problem geht, dass durch die vielen Touristen, die da hinkommen, Einheimische kaum noch bezahlbaren Wohnraum finden. Mhm. Das ist tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert worden und die Sylter Piraten
haben diesen Öffentlichkeitsausschluss angefochten, weil sie gesagt haben, der war unzulässig. Und ich glaube, die haben da das Recht auf ihrer Seite. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber auch, es gibt ja Projekte wie Liquid Friesland, dass man versucht, Liquid Feedback quasi auf Ebene einer Gemeinde oder eines Kreises zum Einsatz zu bringen. Sowas ist natürlich auch sehr spannend für uns Piraten. Und wir haben super Kommunalwahlprogramme ausgearbeitet. Ich bin da wirklich stolz drauf, in wie vielen Punkten wir hier unsere Ideale als Piratenpartei, als Partei der Informationsgesellschaft, sage ich mal, auch einbringen konnten. Ja, ich danke dir für den interessanten Einblick in deine Arbeit und für das tolle Interview. Gerne, hat mich gefreut. Das war das Interview mit Patrick Breyer. Bitte bewertet, ob euch die angesprochenen Themen gefallen haben, mit einem Daumen nach oben oder einem Daumen nach unten. So kann das Videoteam der Piratenpartei erkennen, welche Themen euch interessieren. Wenn ihr die Piratenpartei unterstützen wollt, dann abonniert den YouTube-Kanal der Piratenpartei und verteilt und besprecht das Video in den sozialen Netzwerken eures Vertrauens. Wir sehen im Hintergrund die legendäre Schreibmaschine, mit der Patrick Breyer den Landtag Schleswig-Holstein seine Rückständigkeit vor Augen geführt hat. Der folgende Aufkleber klebt an der Tür des Abgeordnetenbüros von Patrick Breyer. Zwar wird der Landtag videoüberwacht, nicht aber das Büro von ihm. In der Beschreibung zu diesem Video findet ihr einen Link zu einer kleinen Anfrage der Piratenfraktion zum Thema Videoüberwachung, die in Schleswig-Holstein im öffentlichen Nahverkehr ausgedehnt werden soll. Wenn ihr noch mehr über Patrick Breyer wissen wollt, könnt ihr euch die beiden Videos oben anschauen, wo er zum Thema Bürgerrechte im Landtag redet. Ihr könnt den YouTube-Kanal der Piratenfraktion Schleswig-Holstein abonnieren und bleibt so auf dem Laufenden. Die beiden Videos unten zeigen Patrick Breyer als Redner des AK-Vorrats auf den Freiheit-statt-Angst-Demonstrationen.